mein Kanal. Heute habe ich mein Trashy wieder bekommen. Ich kann es aber nicht anheben. Es ist ein riesen Karton. Es ist schwer. Genau. Und ich möchte es gerne mit euch zusammen auspacken. Ich hole mal das kleine Papier alles mal mit raus. So, dann fangen wir gleich erstmal an. Hier habe ich einmal ein Tableroner Tischläufer. 50 x 180 cm. So, das ist echt cool. Jetzt lege ich echt mal auf den Vielleichthaufen. Dann habe ich hier einmal, ich glaube, dass es mehr ein Pinselhalter ist, dass man hier die Pinsel reinstecken kann und dass sie halten, wenn man die gewaschen hat. Aber wisst ihr, was ich aber nicht verstehe? Wenn man das aufmacht, sind hier unten nicht mal Löcher drin, dass das Wasser so ablaufen kann. Aber gar keine schlechte Idee. Ich schläge es trotzdem auch mal auf den Vielleichthaufen. Interessiert mich. Dann habe ich hier ein paar Basilika für gesunde und frische Haut. Einmal das hier. Das sind für eine gesunde und frische Haut. Eine gesunde und strahlende Haut hat größere Einflüsse auf unseren ganzheitlichen Wohlbefinden. Führen wir unsere Haut regelmäßig ausreichend hautaktive Nährstoffe zu, kann sie sich auch beständigen, regenerieren und vor äußeren Einflüssen schützen. Es ist auch nur was zu trinken. Ist das schon offen gewesen? Ja. Ich will mir das nochmal anschauen. Okay, hier ist ein Heft dabei. Okay. Und das sind, was bist du? Solubla Gerlus wird ging. Also nicht auf Deutsch. Das trinkst du mit Wasser und das glaube ich nicht. Ach hier. Haut Doppel-Sachet. Täglich. Beide Trinkgranulate in ca. 150 ml Wasser auflösen und einnehmen. Achso, okay, man sollte beide hier öffnen in 150 ml Wasser und dann jeden Tag, oder man kann auch eins nur davon benutzen, wie man es gerne bestimmt möchte. Aber das ist gar keine schlechte Idee. Ich will das trotzdem auch mal vielleicht haben. Echt tolle Sachen sind hier drin. Das ist von Action. Das ist so ein, da kann man Wasser oder Eiswürfel reinlegen, dass man seine Füße kühlt oder Eiswürfel. Muss man das eigentlich aufpumpen oder aufpusten? Oder ist das nur so einfach? Ich glaube, das ist einfach so. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil wir ab und zu auch draußen grillen. Und da ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber es wäre am Ende sowieso entschieden. So, dann haben wir hier noch einen tollen BH. Ich hätte vielleicht jemanden. So ein BH in Schwarz. Ist Größe. Schauen wir mal, ob hier noch eine Größe draufsteht. 90 Grad Polyester mit 40 Grad. Ich hätte vielleicht jemanden, der ihm passen würde. Also nicht, aber ich hätte vielleicht jemanden, der vielleicht Interesse daran hat. Und ist ja nicht schlimm. Das lege ich mal auf den Vielleichthaufen, aber das weiß ich noch nicht. Da muss ich erst morgen nachfragen. So, dann haben wir hier noch ein paar Bücher, ein paar Duden. Das ist nicht schlecht. Das werde ich mir auf jeden Fall rausnehmen. Hier, Duden. Mathematik, 2. Klasse, 1x1. Ja, das braucht mein Kind auf jeden Fall sehr gut. Also das ist prima. Da können wir da drinnen mit üben. Plus, minus, mal schon mal üben. Das ist super. Das bleibt auf jeden Fall. Und dann haben wir hier nochmal Deutsch. 2. Klasse. So, was ist das? Eine Kuh, viele Kühe.
Ein Apfel, viele Äpfel. Ist gar nicht mal so blöd. Aber Deutsch, Normen, Verben, Adjektive. Das in Deutsch weiß ich noch gar nicht mal so extrem. Weil das in Deutsch. Ja, ich werde das mal drinnen lassen. Wenn die Person das wirklich nicht möchte, dann werde ich mir es rausnehmen. Ich weiß ja nicht, wem die Person das gehört. Ich muss mal schauen. Wenn die Person nach mir dran ist, dann werde ich auf jeden Fall rausnehmen. Aber ich weiß nicht, ob jemand noch auch Kinder hat, ob da jemand daran Interesse hat. Aber das Mathebuch auf jeden Fall, das Deutschbuch, weiß ich noch nicht genau. So, mein Zettelchen. Dann haben wir hier noch diese Haarfarbe. Die geht aber weiter. Papier. Dann haben wir hier noch, das ist gar nicht mal. Hohe Ballaststoffe, Protein, das hier. Das ist gar nicht mal schlecht. Aber das werde ich, ist es zum Kochen oder mehr zum, so, verzehren. Protein, Powering. Das muss ich mal gucken, ob das hier mehr zum Kochen ist. Backmischung mit 175 ml fettarme Milch. Glatt rühren, den Teig in eine kleine soll das eine Backmischung sein? Soll eine Backmischung sein? Okay. Ich werde am Ende gucken, was ich Schönes rausnehme. Aua, mein Fuß. Ich lasse mich erstmal überraschen. Erstmal alles, was drin ist. So, dann haben wir einmal hier solche Mühlen mit Salz- und Pfeffermühlen. Salz, ja, fand ich auch mal so schlecht. So, was haben wir hier noch drin? Dann haben wir hier noch sowas drin. Ich glaube, das ist mehr für die Heißluftfritteuse. Aber ich habe leider keine Heißfritteuse. Aber es kann auch sehr gut, wenn man hier Pommes macht oder Nuggets, dass man die so hinstellt, unten so eine Unterlage drunter legt und dass sie so abtropfen könnten vom Fett. Nicht schlecht. Ich kann mich nicht entscheiden hier. Entschuldigung für das kleine. Hier haben wir noch das hier, was keiner von mir wollte, die Glasteile. So. Dann haben wir hier noch von Temu ist das. Das sehe ich. Ein Päckchen Pink. Das sollte so sein. Sind das Eiswürfel? Dann habe ich jetzt hier die erste Box. Hier habe ich etwas drinnen. Für jeden ein Goodie. Claudi. Ach, von der lieben Claudia. Oder Claudi. Die macht ja auch nur noch kein, ich glaube kein YouTube mehr, sondern nur Instagram, glaube ich, war das. Oder macht sie YouTube? Weiß, dass sie YouTube gemacht hat. Das weiß ich auf jeden Fall. Oh, ein Notizblock. Steht was drin. Voll süß. Dankeschön, liebe Claudi. Als kleine Goodie. So, das lege ich zur Seite. So, was haben wir hier? Botti. Wieder. Ist das ein Parfüm?
Effekt Anton. Einmal das hier. Ich will das mal schnuppern. Das riecht nämlich. Aber sehr nach Alkohol am Anfang. Ja. Gar nicht mal schlecht. Achso, ich habe meine Düse hier. Dann haben wir hier noch von Eistee. Das hier. Das sind. Okay, die macht dann bestimmt so ein Wasser rein. Oder ein heißes Wasser. Das sind echt coole Sachen hier drin. Oder nee, in Sodaspülen kann man die auch mit reinmachen. Das ist geil. Cool. Und das noch mit Apfel? Man kann sich gar nicht entscheiden. Was ist das hier? Ein kleiner Mini-Buffer. Ich mache ja gerade wieder meine Nägel. Das ist eigentlich wieder richtig gut. Dann noch Kerzen. Sieht das so aus? 6 kleine Stücks. So, was haben wir hier noch? Ein paar Pinsel. Ja, nicht schlecht. Dann haben wir hier noch was Eingepacktes. Aloha Body Wirt. Auch wieder was für den Körper. Ich liebe ja diese Bodysprays. Die sind eigentlich richtig cool. Weil statt immer einzucremen, nur zu sprühen, finde ich das klasse. Cremedusche. Hautzarte Verwöhnung. Einmal das hier. Und einmal von Camille Handcreme. Und zu guter Letzt, was noch in der Box drin ist, gepixelt, ist einmal ein Barguet. Crunch, was bist du denn? Creme. Okay, eine Creme. Auf Make-up. Einmal das hier. Soll das jetzt. Muss ich mir mal noch in Ruhe durchlesen, was das ist. Aber ist gar nicht mal so schlecht, das Produkt. Also, so wie es jetzt erstmal ist. Ich packe erstmal ein bisschen wieder was hier rein, dass ich wieder ein bisschen Platz habe. So, dann kommen wir zur zweiten Box. Die stelle ich erstmal jetzt hier runter. So. Zack. Zack. So, dann haben wir hier noch ein Loses drin, ein Putzplan. Das ist einmal das hier. Sortiert. Und das ist einmal das hier. Okay. Ich stecke das erstmal wieder hier rein. So, dann haben wir hier noch eine feste Seife. Also von mir sind echt kaum Produkte. Das ist, war jetzt von mir noch gewesen. Labello haben wir hier noch drin. Für Claudi von Seva. Okay, das muss zu Claudi. Das geht wieder rein. So, was haben wir hier? Ja. Augen-Make-up-Entferner. Augen-Make-up-Entferner. Das brauche ich auf jeden Fall. Das hier wollte auch keiner, diese Pumper. Ich schicke aber noch mal ein Foto rein, wenn hier noch jemand noch mal Interesse hätte, dann soll er mir noch mal Bescheid geben. Das hier ist so für Pinsel oder für komm auf Namen. Für Pinsel oder für Eyeliner oder Lippenstifte kann man da gut reinlegen. So, dann haben wir hier noch ein reichhaltige pflegehautige Hautteigen Pflegestoff. Einmal das hier, das ist bestimmt Creme. Dann kann man mir wieder die Palette zurück. Okay, die wollte auch keiner. Hier kam noch eine Palette. Hier ist noch eine Palette, die noch zurückkam. Die wollte auch keiner. Den Eyeliner wollte keiner. Okay, dann haben wir hier noch eine Fußbutter. Dann haben wir hier noch was von Fasenol Intensive Rescue Body Lotion.
Dann haben wir hier noch ein Körperpflege. Das ist auch von mir. Also das hier war auch von mir gewesen. Muss auch raus. Dann hier noch Schmuck war von mir. Hier ist noch was von Siki. Dann habe ich noch die hier. Die Kleber raus. Die wollte keiner. Oh Gott, die wollte auch keiner. Okay. Und die anderen zwei Paletten wollte auch keiner haben. Dann nehme ich sie wieder mit raus. Ist kein Problem. Die Aufkleber wollte auch keiner haben. Dann nehme ich sie auch wieder mit raus. Konnte ja sein, dass jemand die Kleber möchte oder wollte. Genau, dann hebt man das hier wieder raus. So, dann sind wir fertig. Jetzt suche ich mir ein bisschen was raus, was ich gerne haben möchte. Und dann lege ich ein paar tolle Produkte wieder rein, auf jeden Fall. Genau, ich lasse mir jetzt ein bisschen über den Kopf gehen, was ich rausnehme. Und dann zeige ich euch, was ich rausgenommen habe. Und die nächste wird dann sehen, was ich wieder reingelegt habe. Bis gleich. So, meine Lieben, ich habe mich entschieden. Ich werde mir die zwei Pinsel rausnehmen. Ich werde es mir jetzt nur mal kurz hier drauflegen. Dann werde ich mir das Mathebuch rausnehmen. Das Deutschbuch werde ich mir rausnehmen. Ich werde mir den Pinsel zum Reinstecken, wenn man die sauber gemacht hat, rausnehmen. Die zwei Teesorten. Den für den Pinsel weiß ich noch nicht. Ich habe eigentlich welche für den Pinsel. Da bin ich noch unschlüssig. Muss ich erstmal gucken. Dann habe ich hier diese Gesichtscreme stande drauf. Die ist mir aus Versehen, habe ich aufgedreht und dann kam mir raus. Deswegen nehme ich sie auf jeden Fall, weil ich sie geöffnet habe. Dann werde ich mir den kleinen Buffer nehmen, weil ich habe meine Nägel mache. Dann die Kerzen. Dann Cremedusche. Ich brauche mal wieder Cremedusche langsam. Dieses Aloha. Das war jetzt dieses war das Parfüm? Nee, das war Feuchtigkeit spendende. Und das hier war so ein Parfümspray. Also so für den Körper einfach. Und das Abschminkzeug. Und diese Kapseln werde ich mir rausnehmen. Genau. Ich mache dann noch von meinen Sachen noch ein Foto. Ob die anderen das nochmal gerne möchten, ob ich das nochmal was reinlegen sollte oder nicht. Und das hier werde ich mir vielleicht rausnehmen. Also das hier überlege ich mir auch gerade noch. Aber da muss ich... Aber so viel... Ich weiß es noch nicht. Ich werde damit erstmal schauen. Die zwei Sachen muss ich schauen. So, ich werde reinlegen. Ein paar Kabel. Ein paar so eine, wo man Komplexdose werde ich reintun. Dann noch mal gucken, ob die Goodies reinpassen. Wie viele sind wir? 1, 2, 3. 3 Personen sind wir. Okay, dann geht das völlig auf. Dann kann ich das hier reinlegen. Könnt ihr euch aussuchen, welches ihr davon benutzen, nehmen wollt gerne. Dann noch so ein Set hier. Ein Werkzeugset. Das sind hier ein paar Handschuhe. Die lege ich mal mit hier rein. So. Dann habe ich hier auch noch was für die Kleinkinder. So ein Ball. Deutsche Schwimmflügel habe ich noch. So ein Reifen. Und hier noch so eine Matratze. Wer Interesse hätte. Dann habe ich hier noch mal so Kleber. Genau, und noch ein paar andere tolle Sachen. Hier könnt ihr euch ein paar Karten raussuchen, die ihr gerne wollt. Dann habe ich hier noch, noch ein bisschen Kosmetik, ein bisschen Schmuck habe ich noch mit drin. Ja, Parfüm habe ich noch was Kleines drin, Notizblock. Dann habe ich hier noch die hier sind hier für diese... hier für die Wachs. Hier gerne.
Genau. So. Das lege ich jetzt hier rein, alles schön. Genau, die, das geht so zu. Kann ich die Box so reinlegen. Genau, das geht zu Belladonna wieder zurück. Also zu ihr. Das lege ich mit hier rein. Ja, genau. So. Und dann habe ich noch, noch etwas drin. Genau, alles zeige ich euch natürlich nicht. Aber ein bisschen habe ich mir rausgenommen. Ihr habt dann noch einen Goodie, da könnt ihr euch einen raussuchen. Ich weiß ja nicht, wie viele. Wir sind 3 Personen. 1, 2. Oh, da fehlt noch eins. Nee, da kann jeder nur eins raussuchen. Oder wenn er möchte, auch mal 2 rausnehmen, wenn er gerne einen setten möchte. Ist auch kein Problem. Genau. Zack. Zack. Genau. Und dann lege ich noch ein anderes Set noch rein. Da kann jeder von euch dann 2 Goodies benutzen oder 2 unterschiedliche nehmen, wie er gerne möchte. Genau. So, das lege ich jetzt alles rein. Wenn ihr die Lippenstifte seht, wenn er, es könnte auch mal sein, dass ich einen nur geswatcht habe, einen Lippenstift. Nicht wundern, wenn er aussieht, dass ich, ob das benutzt aussieht. Das ist manchmal nur, aber die meisten sind eigentlich wirklich unbenutzt. Genau, oder mal einmal geswatcht wenigstens nur, dass ihr euch dann nicht wundert, weil ich würde keine Lippenstifte geben, die ich schon benutzt habe. Nein, danke. Das ist ekelhaft. Das mache ich nicht. Genau. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, da könnten vielleicht mal einmal so ein Geswatch da drin sein. Aber eigentlich sind jetzt gerade, habe ich alle nachgeguckt, alle neu. Alle neu. Die Lippenstifte habe ich extra gerade nachgeschaut. Die sind alle neu. Genau. Oh, hier habe ich was vergessen. Das muss noch in die Schachtel wieder rein. Zack. Zack. So, und die Schachtel. Ich räume gerade hier alle ein. Oh, das habe ich vergessen. So, meine Lieben. Ich habe mir jetzt tolle, tolle Sachen rausgesucht. Habe auch tolle Sachen wieder reingelegt. Genau. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, dann schreibt mich gerne an. Ja, oder fragt einfach eine Gruppe, was es genau sein soll. Dann würdet ihr bestimmt eine Antwort kriegen. Weil manchmal kann man es manchmal nicht sehen, was es genau ist. Und dann ist kein Problem. Einfach Bescheid geben. Genau, wenn ihr wirklich Fragen habt. So, dann werde ich mich verabschieden. Habt noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend oder ein wunderschönes Wochenende oder eine wunderschöne Woche oder einen wunderschönen Urlaub, wenn ihr auch das Video schaut. Und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Tauschvideo. Ihr lieben Mädels, das Paket geht dann bestimmt nächste Woche wieder auf Reisen. Genau, meine Lieben, ich sage Tschüssi, habt noch einen wunderschönen Tag.